Wir bereichern das Leben durch die Förderung und Veredelung von Mineralien zu unverzichtbaren Produkten für Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Dabei denken und agieren wir nachhaltig und stellen uns den Herausforderungen, weil wir Verantwortung übernehmen. Für die Menschen und unseren Planeten. Besonders bedeutsam ist für uns der Schutz des Grundwassers als Basis allen Lebens und einer gesunden Natur. Im Werk Werra haben wir bereits beachtliche Erfolge erzielt. Seit 2007 ist es uns gelungen, die Salzabwässer im Werra-Fulda-Revier um 60% zu verringern. Und wir haben uns noch mehr ehrgeizige Ziele gesetzt. Ab 2022 werden wir in Deutschland kein Salzwasser mehr in den Untergrund versenken. Und bereits ab 2028 sollen keine Produktionswässer mehr in die Werra geleitet werden. Um diese Ziele zu erreichen, haben wir gemeinsam mit externen Fachleuten ein wegweisendes Konzept entwickelt. Die Einstapelung unter Tage. Wir leiten hochkonzentrierte Salzlösungen in stillgelegte Hohlräume im Grubenfeld Springen ein. Mit diesem Verfahren können wir Produktionswässer nicht nur entsorgen, sondern auch sinnvoll zur Sanierung einer bergbaulichen Altlast nutzen. Nachhaltig, umweltgerecht und zukunftssicher. Wirklich nachhaltig? Wie funktioniert das? Bei der Einstapelung werden speziell aufbereitete, hochkonzentrierte Produktionswässer aus der Kaliproduktion unter Tage gepumpt. Als Einstapelbereich nutzen wir einen Teil unseres stillgelegten Grubenfeldes Springen. Es liegt im Nordosten des Werkes Werra und bietet Platz für die Einstapelung von rund 21 Millionen Kubikmeter hochmineralisierter Salzlösung. Springen verfügt über zwei Flöze, in denen früher Kali abgebaut wurde. Sie liegen in 300 bis 700 Meter Tiefe unter einer mächtigen wasserdichten Tonschicht. Im Grubenfeld befinden sich Stützpfeiler aus Salzgestein, die das Deckgebirge tragen. Damit diese nicht aufgelöst werden können, werden die Abwässer aus der Kaliproduktion hochkonzentriert, bevor sie in die Grube geleitet werden. Dadurch kann die Flüssigkeit nur geringe Mineralien aufnehmen und die Stabilität der Stützpfeiler bleibt dauerhaft gesichert. Die hochgesättigte Salzlösung wird über bereits bestehende übertägige Verbindungen zum Schacht Grimberg in Heringen befördert und dort in das Leitungssystem des Bergwerks eingebracht. Im Jahr 2022 soll die Einstapelung beginnen. Die Kapazität wird voraussichtlich ausreichen, um in diesem Areal die Prozesswässer der nächsten 10 bis 15 Jahre sicher und nachhaltig aufzunehmen. Prozesswasser unter Tage einstapeln, ist das wirklich umweltgerecht? Absolut. Vor allem mittels dieser Technologie können wir ab 2028 vollständig auf die Einleitung von Produktionswässern in die Werra verzichten und schaffen es, die Lebensbedingungen im Fluss weiter zu verbessern. Auch das Grundwasser ist geschützt, denn die zu flutenden Grubenräume liegen weit unterhalb der nutzbaren Grundwasserleiter. Damit kein Salzwasser über die Schächte austreten kann, werden die alten Schächte fest verschlossen. Dazu wird zunächst Schotter eingefüllt und verdichtet. Dann folgt eine Tonschicht. Durch die vorhandene Feuchtigkeit quillt sie auf und verschließt den Schacht sicher und dauerhaft wie ein Korken. Damit ist das Verfahren ein wichtiger Schritt für Werra und Weser auf dem Weg zu ökologisch intakten Flüssen. Die Einstapelung ist ein wesentlicher Baustein im Masterplan Salz der Flussgebietsgemeinschaft Weser. Wie sicher ist das Verfahren? Ein Großforschungsprojekt und zahlreiche Gutachten belegen die Sicherheit der Einstapelung. Sie sind Grundlage und Voraussetzung für die Genehmigung des zukunftsweisenden Projektes. Dafür haben die Landtage Hessen und Thüringen mit der Änderung des Staatsvertrages eine wichtige Voraussetzung geschaffen. Denn mit der Einstapelung in Springen wird auch eine Altlast aus dem DDR-Bergbau der 60er Jahre dauerhaft gesichert. Sonst würde am sogenannten Querort 23 auf ewig nicht gesättigte Salzlösung aus dem Untergrund zufließen und dauerhaft die Standsicherheit der Grube gefährden. Erfahrungen gibt es bereits. Seit 2007 werden wissenschaftlich begleitete Versuchseinstapelungen im Grubenfeld Springen vorgenommen. In all diesen Jahren erwies sich das Verfahren als außerordentlich zuverlässig. So kann auch der Bergbau in benachbarten Grubenfeldern des Werkes Werra frei von altlastenbedingten Risiken fortgeführt werden.
Gemeinsam mit international anerkannten Experten haben wir ein Modell erstellt, wie sich das Gebirge in Zukunft verhalten wird und welche Auswirkungen die Einstapelung darauf hat. Auf dieser wissenschaftlichen Basis können wir sicher vorhersagen, dass die Einstapelung keine Gefahr für die Stabilität der Grube ist. Um Umwelt, Bergleute und die Menschen in der Region zu schützen, wird K+S auch weiterhin viel in das Sicherheitskonzept investieren. Unter Tage erfassen seismische Sensoren kleinste Veränderungen des Gebirges und die natürlichen Bewegungen des Salzgesteins werden kontinuierlich gemessen. An der Erdoberfläche werden selbst geringe Senkungen bei regelmäßigen Messungen festgestellt und anhand des wissenschaftlichen Modells bewertet. So ist sichergestellt, dass das Leben mit dem Bergbau in der Werra-Region auch für alle künftigen Generationen sicher ist. Von den Vorteilen der Einstapelung profitiert die ganze Region. Werra und Weser können sich weiterhin gesund entwickeln. Ihr Salzgehalt wird nachhaltig gesenkt. Die langfristige Entsorgungssicherheit der Produktionswässer ist nicht nur die Voraussetzung für die Fortführung der Produktion im Werk Werra, von der tausende Arbeitsplätze abhängen. Die Einstapelung saniert auch eine bergbauliche Altlast und beseitigt eine Ewigkeitslast. So sichert die Einstapelung den Wohlstand einer ganzen Region, deren prägender Wirtschaftsfaktor die Kaliproduktion ist. Das Verfahren ist ein wichtiger Beitrag zu einem nachhaltigen, zukunftssicheren Bergbau und einem verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Für den Schutz unserer Umwelt, für die Zukunft der Region, für die Menschen, die hier leben.